Ich habe noch kurz die Ehre, einen wirklich unterhaltsamen Musiker anzukündigen. Das ist der Hubert Scheer. Ich habe ihn in Hardback kennengelernt und schon auf einigen anderen Demos getroffen. Hubert, dein Mic, bitte mach Stimmung für uns. Bist du deppert? Servus Julius, hörst? Bist mir noch Geld schuldig, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Viele, okay. Danke, danke. Bitte. Jawohl. So, grüß euch auf alle Fälle hier im schönen Graz heute. Entschuldigung ins schönen Salzburg. Entschuldigung. Ist mir verziehen? Bist du deppert? Das ist eine Resonanz, danke. Das ist eigentlich Salzburg und Salzburgland ist eigentlich von mir aus gesehen als Musiker ja fast eine zweite Heimat. Weil ich als Musiker sehr viel unterwegs war, da im Ländle und so. Und ich muss wirklich eines sagen: Die Salzburger, angefangen von Stanzl singen, bis dorthin immer eine Gaude und ich sage Dankeschön im Nachhinein, weil jetzt kann ich ja nicht mehr spielen da, weil sie mir das abgesagt haben, day. Ja genau. So, lange Rede, kurzer Sinn, wo sind die Steirer, die was mit mir mit aufgefahren sind, wo seid ihr denn hier? Ah, du auch, genau, okay. So, wir haben beim Auffahren beim Bus, haben uns gesagt, wir wollen ein steirisches Servus mitbringen, musikalisch. Jetzt kommt's auf und da, wir singen jetzt im Chor miteinander, sechs Leidl, das ist der steirische Brauch. Das ist unser Gruß von unten auf. Kommt's auf, kommt's auf, kommt's auf. Dann tue ich meine Harmonie mal auspacken, weil das will ich nicht loswerden. So viel reden, wie lange habe ich Zeit zum Reden? Weil daheim kann ich nicht viel mehr, gell? Dann starten wir los mit der Musik. So, liebe Leute, aber bitte auch mitsingen. Mitsingen. Und ich würde sagen, ihr da oben seid die erste Stimme. Wir machen mal ein A. A. Passt. Ihr in der Mitte seid die fünfte Stimme. A. Super, und ihr da drüben seid die andere Stimme, es wurscht was, ah. So, und jetzt alle, Bist du deppert super? Bist du deppert super? So, wir singen jetzt, wie gesagt, mit einer Kampfeier da, seid ihr alle so fesche Leute, hörst. Alle hinter mir, neben mir. Das ist gut, oder? Ja, das ist ja super. Wir singen euch jetzt den steirischen Brauch. Hola, da ruh. Ein irischen Sterz und der Schwanz unten drauf. Hola, di jo. Seht leid, das ist halt der steirische Brauch. Hola, da ruh. Yeah, fix! Hola, jo, hola, jo, hola, ja, fix! Hola, jo, jo, das ist der steirische Brauch. Jo, heut, heut sind wir alle da. Jo, mein Gott, da sind wir wohl froh! Seht Leute, das ist halt der steirische Brauch. Hola, da ruh. Ja, fix! Hola, jo, hola, jo, hola. Ja, fix! Hola, jo, jo, das ist der steirische Brauch. Oh, und jetzt bitte mitklatschen! Thank you.
Dankeschön, die Gage kriegt's noch später, weil ich kein Geld habe, gell? So, ich möchte, hätte auch so viel zu sagen, vielleicht nur ganz kurz, um einen kleinen Beitrag zu machen, von der Aufklärung her. Da haben wir nie, gell? Sonst war es mir wurscht, danke. Seit März habe ich mich gefragt, daheim bei mir, Zeitungen habe ich lange keine mehr gelesen, Nachrichten habe ich lange keine mehr gelesen und so weiter und so fort. Das hat mir gut getan, aber ich war auch sehr naiv, wie ich in die Steiermark zu meiner Heimatstadt runtergekommen bin eines Tages und die Sieger fahren mal alle mit den Fetzen um der Gauschen umeinander rennen. Pfui! Pfui! Heute haben wir es bewiesen. Warum? Stimmt's? Bringt nichts der Fetzen. Null. Im Gegenteil. Was sagst? Zum Trudeln macht's an. So weit will ich nicht gehen, weil ich liebe die Leute alle. Das ist also, ja, aber du hast auch recht. Wurscht jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich halt mich selber recherchiert. Nicht mich selber, sondern halt die Situation. Und habe halt recherchiert. Und dann bin ich halt draufgekommen, ja, Teigsleine, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Haben wir das alle? Ja. Kann uns noch irgendjemand was weiß machen? Also das hätte man jetzt nicht gedacht, das ist so viel Gas da ist, bis du deppert hörst. Ja wurscht jetzt, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also beim Gas geben, ja. Und dann habe ich halt recherchiert und bis heute habe ich praktisch alles für meinen Schädel beieinander. Bin seitdem in Berlin und was der Teufel halt irgendwo, wo ich ein bisschen beitragen kann, dabei. Und heute darf ich da in Salzburg sein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Die 5.000 oder 6.000 Euro für den 5 Minuten Auftritt kriege ich dann. Zugeschickt, ja. Ja, das Finanzamt schickt mir auch immer was zu. Also lassen wir das lieber. Gell? So, dann würde ich jetzt sagen, als Abschluss wünsche ich euch jetzt schon frohe Weihnachten, kurzen Aktion, frohe Ostern. Und eines garantiere ich euch aus vollem Herzen, anhand von meiner Recherche. Die Sache ist getan. Die Sache ist getan und gegessen. Und es kommt weltweit, liebe Leute, sage ich euch. Für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Und sollte man noch einmal geboren werden, dann haben wir eine der schönsten Zeiten auf dieser Erde. Kreativität und Freiheit. Danke, tschüss. Als Abschluss ganz kurz Oberkrainer Steckel zum Mitklatschen. Ja.